1945 überquert eine Kompanie der 9. amerikanischen Panzerdivision die einzige noch intakte Rheinbrücke bei Remagen. Den deutschen Verteidigern war es nicht gelungen, die Brücke zu sprengen. Somit können die Alliierten ihren Vormarsch gen Osten antreten. Für die deutschen Soldaten beginnt nun die Zeit in Gefangenschaft. Die Anweisung von General Eisenhower hieß nur, no shelter, nor any other comfort. Also kein Obdach, noch irgendeine andere Bequemlichkeit. Also auf die Wiese jagen, kein Zelt, nichts. Der damals 20-jährige Funker Heinz Heidt wird mit seiner Kompanie im Ruhrkessel von den Amerikanern gefangen genommen und ins Lager nach Remagen gebracht. Die erste Nacht konnten wir uns noch hinsetzen, mit dem Rücken aneinander gelehnt schlafen. Aber dann fing es leise an zu schneien und der Boden verwandelte sich in eine braune Matsche, von Rasen nichts mehr zu spüren. Außerdem wurde es natürlich kalt. Die Rheinwiesen bei Remagen. Hier kommen täglich zur vollen Stunde tausende Kriegsgefangene an. Geplant ist das Lager für 50.000 Mann. Doch die Amerikaner werden von der Masse an Gefangenen überrascht. Es fehlt an Trinkwasser und Lebensmitteln. Zum Schluss hatten wir, wie man uns sagte, 217.000 Gefangene. Eine Millionenarmee ist zusammengebrochen. Und nun hast du diese Gefangenen und zur gleichen Zeit führst du einen Krieg. Jetzt mussten wir mit diesen vielen Millionen Gefangenen umgehen. Wir waren gar nicht dafür vorbereitet. Der Amerikaner Laverne Keats lebt in Pennsylvania und kommt mit 23 Jahren nach Deutschland. Er erinnert sich an einen Zwischenfall, den er als Aufseher im Lager Remagen beobachtete. Einige der Gefangenen wollten fliehen. Der Befehl hieß, schießen, um zu töten. Und ich erinnere mich an diesen einen Jungen mit den leuchtend roten Haaren. Ich glaube, er lebte nicht weit entfernt, in der Nähe von Sinzig. Er konnte sein Haus vom Lager aus sehen und wurde fast verrückt. Er rannte einfach durchs Tor. Der Befehl war, ihn zu stoppen. Und der einzige Weg, ihn zu stoppen, war, ihn zu erschießen. Es ist eine Schande. So war das. Den Todesschrei, den haben wir gehört und der ging uns durch Mark und Bein, sodass wir mindestens die halbe Nacht nicht schlafen konnten. Das musste man erstmal wegstecken und dachten, jetzt geht's um Leben und Tod hier unter Umständen, also weg vom Zaun und nicht rühren und möglichst unauffällig sein. Von Remagen aus marschieren die Amerikaner in die Stadt Linz am Rhein ein und übernehmen dort das Lazarett. Wir haben noch weitergearbeitet, das Lazarett war voll belegt. Aber wie es weiterging, konnte sich keiner vorstellen. Und Gefangenschaft hat man eigentlich auch nicht dran gedacht. Annelie Hoffmann ist 21, als sie zur Schwesternhelferin für den Kriegseinsatz ausgebildet wird. Wenige Tage später wird sie mit anderen Schwestern und Ärzten in ein Feldhospital nach Frankreich transportiert. Wir mussten unsere ganzen Sachen abgeben, wir mussten uns ausziehen, haben dann gekriegt Schlafanzüge so von Sanitätspersonal und große Morgenmäntel und dann unter die Dusche und alles abgeben zum Entlausen. Viele Monate lang wissen ihre Eltern und ihr Verlobter nicht, wohin sie von den Amerikanern gebracht wurde. In ihrem Brief vom 29. Januar 1946 an ihren Verlobten Vinzenz schreibt Annelie: Mein lieber Vinzenz, vor 3 Tagen erhielt ich die erste Nachricht von zu Hause und die Antwortkarte. Ich habe mich ja so sehr darüber gefreut, besonders, dass alle gesund sind und dass du schon daheim bist. Hoffentlich ist das bald aus, das kann doch nicht mehr lange dauern und da werden welche entlassen und da haben sie was gehört. Und es hat sich immer nur um das eine gedreht. Gell? Erst 10 Monate nach Kriegsende ist für Annelie Hoffmann die Zeit in amerikanischer Gefangenschaft vorbei. Ja. 160 Kilometer südlich von Remagen. Einen Monat nach der Überquerung des Rheins sind die Amerikaner bis Worms vorgestoßen.
Das Worms ist ähnliches Lager gewesen wie dieses Lager in Remagen. Auch dort zigtausende Deutsche im Schlamm und im Dreck. Während der Nacht haben uns zusammengestickt, uns gegenseitig warm gehalten, haben gewechselt, wer außen war, kam dann wieder nach innen. Es war furchtbar, sanitäre Anlagen gleich null, Essen gleich null, ein bisschen Brühe und ganz wenig eiserne Ration. Es ging uns hundsmiserabel schlecht. 2 Wochen verbringt Erich Bender in Worms. Dann geht es nach Südfrankreich, in ein amerikanisches Arbeitslager. Der Eisenhower betrachtete die Deutschen als Bestien. Und man hat diesen Amerikanern wirklich nur Hass gepredigt. Aber das hat sich Gott sei Dank in der persönlichen Begegnung, dann in dem Arbeitslager, wo ich ja jeden Tag mit den Amerikanern zusammen war, gesprochen habe, Anordnungen ausgeführt habe, hat sich das total gewandelt. Man begegnete sich wieder als Mensch.